Zweimal Wetterpech bei der Pferderennen Meienfeld. Fast ein Wunder, dass man mit reduzierter Logistik noch eine Lücke im Rennkalender finden konnte. Dermal aber kein Schneckenwetter. Aufgrund der Stimmung an der Kasse vergessen der Wetterstress von der beiden verregneten Sündig. Die Zuschauer sind zahlreich aufmarschiert. 8 Rennen sind im Programm gestanden auf der einzigen Naturbahn der Schweiz. Und darunter auch das letzte Rennen, das längste von der Schweiz, der grosse Preis der Stadt Meienfeld. Wir berichten später ausführlicher. Jetzt aber steigen wir bei diesem Rennen ein, bei dem Cross-Country über 5,4 Kilometer. Konzentration bei Ross und Ritter, Konzentration aber ab dem Start. OEFÖ kommt heran als Erster, Registro an zweiter Stelle. Und das ist der Start zum längsten Pferderennen der Schweiz. Großer Preis der Stadt Meienfeld. Cross-Country über 5400 Meter. Es geht los in einer Kolonne gegen das erste Hindernis von 34. Die Mauerhecke mit OEFÖ vor Registro, dann Les Sables Blancs, Pilgrim und am Schluss des Feldes der Vorjahressieger Ümiro. Gegen das zweite Hindernis den Jeninser. Dann geht es bereits gegen den ersten Crosssprung, das Talus-Breton, ein Erdwall, dann der Pappelsprung, ein Baumstamm. Es wartet noch viel, viel auf die 5 Kandidaten. Wir freuen uns auf ein spannendes Rennen. Vorne ist OEFÖ, an zweiter Stelle sein Trainingsgefährte Egisto, dann Les Sables Blancs, der Favorit Pilgrim, dann folgt Ümiro am Schluss des Feldes. Das erste Cross-Hindernis, alles sauber drüber. Das nächste ist der Pappelsprung und dann geht es runter zur Juramal. Gut gemacht von allen Kandidaten. Juramauer, das ist bereits das 5. von 34 Hindernis. Haben wir also etwa einen Siebtel. Insgesamt über 8 Minuten wird das Rennen hier dauern. Vorne ist OEFÖ. An zweiter Stelle Egisto, dann Les Sables Blancs, Pilgrim und Ümiro. Gegen die Jagdhürde und dann zum ersten Mal wieder beim Ziel vorbei. OEFÖ vor Registro, dann Les Sables Blancs, der Favorit in Weiß und Pink, im blauen Gelb Pilgrim und am Schluss mit dem leuchtenden Dress, der leuchtenden Farben ist es Ümiro. Der Tribünensprung, aber der heißt halt so, auch wenn es keine Tribüne hat im Moment, gegen die Mauerhecke und dann die Wendung nach links über die Hürde. OEFÖ. Zweiter Stelle Egisto, dann Les Sables Blancs, Pilgrim und Ümiro lauert am Schluss des Feldes. Gegen die Hürde und dann hoch zum Holzbrunnen und der 11. Sprung ist der Koppelring. Mit OEFÖ, der unverändert den Weg zeigt, Egisto an zweiter Stelle, dann Les Sables Blancs, dann Pilgrim, gefolgt von Ümiro. Holzbrunnen, dann der Koppelrick. Und nach dem Koppelrick einer der schwierigsten Sprünge im Parcours. Trainer und Reiter, die haben viel Respekt davor, denn die Landung ist tiefer als der Absprung. Favorit soll im Training hier etwas Mühe bekundet haben. Mal schauen, ob das hier alles gut geht. Wir hoffen sehr. Jawohl, ist drüber. Vorne aber ist OEFÖ. Jetzt auf einige Längen weggezogen. OEFÖ vor Egisto, dann Les Sables Blancs, Pilgrim und Ümiro. Über die Jagdhürde und gleich die Wendung von uns aus gesehen nach rechts, über den Holzsprung und wieder hier vor das Publikum über den Käferliwall. OEFÖ, der macht das Rennen hier jetzt richtig schnell. Es geht über den Käferliwall zum ersten von insgesamt 3 Mal und dann die Wendung nach rechts, von uns aus gesehen nach links. Dann beim Ziel vorbei. Schön geritten. Kompliment an die Reiter mit OEFÖ. Ivan Kerti an zweiter Stelle. Dann in Gelb und Blau Michael Huber mit Pilgrim und am Schluss des Feldes Ümiro mit Julien Löwig. Wieder über den Holzsprung, dann der Maueraufsprung und dann wieder hoch gegen den Pappelsprung. Maueraufsprung. Auch das haben alle sauber gemeistert. Hoch gegen den Pappelsprung, die hatten Halbzeit, was die Sprünge betrifft.
Das ist bereits das 18. Hindernis. Auch das von allen sauber gemeistert. Es geht über das Dernier-Breton, dann runter über die Hürde und dann wieder der Kempeli-Wall, diesmal von der etwas schwierigeren Seite. Jetzt aber zuerst noch die Hürde und dann von den Reitern aus gesehen nach rechts von uns sieht das eher nach links aus. Mit Eiffel, Furegisto, dann Les Sables Blancs, der Favorit in Weiß und Pink. Dann folgt Pilgrim und am Schluss der Vorjahressieger, der Sieger der letzten beiden Jahre mit dem Dress in den leuchtenden Farben, das ist Umiro. Kleiner Fehler von Les Sables Blancs, bleibt aber im Rennen. Es geht wieder gegen die Jagdhürde. Pilgrim schiebt sich jetzt an dritte Stelle, geht an die Seite von Egisto, reiht sich jetzt aber wieder hinter diesem ein. Und somit haben wir wieder hier an der Perlschnur aufgezogen, das Fünferfeld gegen bereits das 23. Hindernis, die Jurama. Mit Eiffel vor Egisto, dann Pilgrim, jetzt der Mauerabsprung. Wenn das auch da alles gut geht, auch da bleibt Jörg Langmeier problemlos mit dabei. Die Absprünge sind nicht unbedingt die Stärke von Les Sables Blancs, den Favoriten, aber es ist immer noch dabei. Das 25. Hindernis, der Holzsprung, dann die Wendung nach links, wieder hier beim Ziel vorbei. Dann der Käpperli-Wall zum letzten Mal und die Schlüsselstellen, die kommen. Alles ist noch dabei, es ist noch alles möglich. Der Käpperli-Wall zum letzten Mal mit Eiffel, Pilgrim hat sich ebenfalls nach vorne gearbeitet. Das älteste Pferd, das heute hier im Einsatz ist. An zweiter Stelle, dann Egisto ist dritter, der Favorit Les Sables Blancs ist vierter. Er wirkt hier nicht so zwingend, aber wer weiß, Jürg Langmeier, der hat meistens noch irgendwas im Tank. Die Schlüsselstelle jetzt, die enge Wendung, dann die Trippelhecke in der Diagonalen und der Wassergraben. Jetzt geht's dann nach Hause. Aber der Weg ist noch relativ weit. Da springen alle etwas nach links, müssen jetzt korrigieren. Eiffel, dann folgt Pilgrim, dann Egisto innen und auch Les Sables Blancs außen ist dabei. Noch fünf Hindernisse. Nur noch fünf Hindernisse und alle sind noch ganz, ganz nah beisammen. Die Jagdhürde, dann der Baumstamm, runter gegen den Englischen, der Jeninser und der Einlaufsprung. Vorne ist Eiffel. Eiffel mit Egisto, der innen in Front. Egisto, Eiffel, dann Pilgrim, die beiden Favoriten an letzter Stelle. Entweder haben die so viel Vertrauen in ihre Pferde oder es geht im Moment nicht mehr. Vorne ist Egisto. Mit Eiffel, dann Pilgrim, gefolgt von Les Sables Blancs. Egisto versucht sie mit der Flucht. Egisto über den Englischen. Egisto vor Eiffel. Dann kommt jetzt der Favorit besser ins Bild. Les Sables Blancs schiebt sich an die Seite von Umiro. Vorne ist Egisto mit Eiffel. Dann Les Sables Blancs an dritter Stelle. Umiro ist vierter, geschlagen scheint hier Pilgrim. Aber Egisto, der Vorjahres Zweite, der kommt als Erster über den Einlaufsprung. Egisto vor Eiffel, aber Les Sables Blancs ist da. Egisto vor Les Sables Blancs, Egisto, der kann das hier parken. Umiro ist auch noch da. Egisto vor Les Sables Blancs, Egisto. Egisto! Pilgrim kommt ins Ziel. Was haben wir da für einen tollen Einlauf gesehen? Ein super Ritt von Raphael Link auf Egisto. Großer Preis von der Stadt Meierhall. Ja, Gänsehautstimmung da auf dem Rotwied. Was für eine Abschiedsvorstellung. Ein Glanzrennen von Pferd und Reiter. Da stehen sie mit der Nummer 1 als Sieger. Raffaelli und Egisto! Schöner kann man nicht abtreten. Und darum müssen jetzt ganz sicher noch ein paar wunderschöne Rossriede. Fotos, sie.
Ein Bravo für Registo, ein super Abgang. Ein Bravo für Veranstalter, die es gewogen haben, in reduzierter Form das zum dritten Mal durchzuführen. Zweimal, wie gesagt, hat es am Sonntag das ja verregnet. Der grosse Preis von Meierfeld war sicher das längste Rennen, das letzte Rennen gewesen. Wir berichten aber ausführlich über diese Veranstaltung, die wirklich etwas ganz Spezielles ist. Nicht nur in der Region, sondern in der ganzen Schweiz, vielleicht sogar europaweit. Etwas ganz Spezielles, da berichten wir ausführlich noch drüber.